So, und da ist sie wieder. Die Mission, Mittagessen, wenn Mittagessenzeit ist. Ich bekomm's nicht hin. Aber ich arbeite an mir, versprech's mal. Guckt mal bitte raus. Traurige Wahrheit, die Sonne geht schon unter. Tja, also, ich war heute Morgen schon joggen. Ich bin auf leeren Magen joggen gegangen. Von der Kita aus ab, los geht die Luzi. Es war sehr, sehr kalt, es hat geschneit. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, da seht ihr dann auch live-mäßig, was ich gerade tue. Aber ich bin tatsächlich heute Morgen 35 Minuten nach Hause gejoggt. War schneller zu Hause, als ich dachte, und bin dann nochmal um den Block rum. Hatte ich, glaube ich, vorhin schon erzählt. Und werde jetzt Abendessen, beziehungsweise Mittagessen kochen. Da gibt es heute die Kartoffelpfanne mit Hähnchen und ganz viel Gemüse. Das werde ich für 2 Tage kochen, damit ich morgen an meinem freien Tag nichts weiter tun muss, als das Essen aufzuwärmen. Das ist zumindest der Plan, aber wir werden uns dann morgen hören. Ansonsten, oh Gott, diese Abendsituation. So, aus der Küche. Ihr seht, es ist einiges dunkler. Hier das Essen heute. Das ist für die Jungs. Und das ist meins. Eigentlich sollten wir alle davon essen, aber die beiden mögen dieses Gemüse da drin nicht, und zwar Zucchini und Paprika. Dementsprechend esse ich das jetzt doch alleine und hätte es morgen und übermorgen noch essen können, theoretisch. Mal schauen, wie ich das mache. Ich werde es zum Essen mal gleich schmecken lassen. So, das ist jetzt mein Essen. Da drüben gibt es übrigens das Essen für die anderen beiden. So sieht mein Abendessen heute aus. Ich habe noch nicht so wirklich Hunger, deswegen habe ich jetzt nur den Rocker Milk probiert. Wollte wissen, ob er gut schmeckt. Ja, ist okay. Ich finde allerdings, dass er genauso schmeckt wie andere Proteinpuder, die alle eigentlich ganz gut schmecken. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist hier absolutes Chaos ausgebrochen, denn unsere Waschmaschine kommt heute und wir mussten alles ausräumen. Den Flur, weil wir haben einen sehr, sehr kleinen Flur und alles steht jetzt hier rum. Dementsprechend gibt es jetzt Frühstück. Und ich hoffe, die kommen bald. Ich zeige euch mal eben mein Frühstück. Heute gibt es mal wieder mein typisches Vollkornbrot. Und das sind kleine Vollkornbrote, deswegen sind das zwei. Und Tomaten und Gurken. Ganz simpel wie die anderen Tage eigentlich auch. So, es ist Mittagszeit und es gibt jetzt das Essen von gestern Mittag eigentlich. Also das hier. Nein, nicht du. Mama. Jetzt werden wir hier doppelt gefilmt mit der Kinder-Kiddy-Zoom-Kamera auch noch. Super, oder? So, meine Lieben, heute ist Tag 9 oder 10, 9, glaube ich sogar, ja, doch Tag 9, vom MyFit-Shape-Programm. Und ich war heute sportlich sehr, sehr unmotiviert, beziehungsweise ich hatte keine Zeit, Sport zu machen. Heute war zwar auch Rest-Day, aber normalerweise gehe ich wenigstens mit den Hunden Gassi und mache dann halt eine größere Runde. Das ging heute gar nicht, weil ich heute den ganzen Tag zu Hause sitzen musste, unter anderem, weil meine Waschmaschine heute ankam und wir ein sehr großes Zeitfenster hatten, wann sie kommt und wann nicht. Und dementsprechend saß ich zu Hause fest, alleine schon deshalb. Ich musste die ganze Wohnung umräumen, damit dann die Waschmaschine reinpasst, denn unsere Wohnung ist relativ schmal. Das ist ein Altbau und das ist sehr, sehr schmal, zumindest bei unserem Altbau. Ich habe so eine App, wo alles angezeigt wird, wie lange ich gestanden habe, wie viel Bewegung ich hatte, wie viele Kalorien, wie viel Training ich heute hatte. Und Mann, ich wollte die ganze Woche es komplett voll kriegen, die Balken. Das habe ich aber heute definitiv nicht geschafft, denn ich habe auch für euch jetzt die Videos endlich bearbeitet vom ersten, also meinen Weekly Vlog von der ersten Woche und mein Info, Video zu diesem Programm an sich. Und ich habe noch mein Fitness-Haul online gestellt, aber ernährungstechnisch eigentlich recht gut. Also ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, auch wenn ich heute echt fertig aussehe. Bin also auch seit 6 Uhr schon wieder wach. Und jetzt gibt es mein Abendessen und das ist wieder ein Shake, weil ich irgendwie gerade Lust hatte auf was ein bisschen Süßes. Und das ist ein Bananenshake mit ein bisschen Kinderschokoladen-Whey von Rocker Nutrition, was ich euch auch in dem Haul gezeigt habe. Und wir probieren das jetzt mal gemeinsam, damit ihr mal meine Live-Reaktion seht. Sehr, sehr lecker. Guten Morgen. Ich habe schon Sport gemacht, deshalb sind meine Haare jetzt frisch gewaschen. Ich bin jetzt wieder sauber und clean und werde jetzt gleich frühstücken, denn der Tag fing schon wieder nicht so geil an. Denn nachdem gestern unsere Waschmaschine angeschlossen wurde, ist irgendwas passiert, als sie den Schlauch verlegt haben, um zur Waschmaschine und zu dem Anschluss zu kommen, wo es angeschlossen werden muss, logischerweise, haben sie den Anschluss von der Spülmaschine irgendwie rausgezogen, kaputt gemacht, was auch immer. Ja, aber ich bin recht positiv. Ich denke, wir werden das irgendwie geregelt kriegen am Montag.
Wie gesagt, werde jetzt die Sachen abwaschen und werde dann gleich mein Frühstück essen, weil ich jetzt richtig Hunger habe und ich habe schon wieder eine Armsituation. Heiliger Bimbam. Ja, wir werden heute auf einen Geburtstag gehen. Hatte ich gestern Abend ja schon erzählt und ich bin gespannt, was für gesunde Alternativen ich dort essen werde oder essen kann. Werde deswegen jetzt nicht zu Mittag essen, sondern relativ spät am Nachmittag, wenn wir auf diesem Geburtstag sind, erst dieses Mittagessen dort essen. Und abends muss ich mal schauen, wie satt ich bin von dem Essen, was es dort gab. Ob ich dann halt mir nur noch einen Shake mache oder ob ich dann noch eine Kleinigkeit essen werde. Das kommt ganz drauf an von dem, was ich eben sehe, was es dort zu essen gibt. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich habe natürlich nicht auf diesem Geburtstag gefilmt. Habe euch aber ein Foto gemacht von dem, was ich gegessen habe. Ich habe einen Carpaccio? Einen Ball, ja, ihr werdet sehen auf dem Bild. Mir fällt gerade der Name von dem Fleisch nicht ein. Dann habe ich Couscous-Salat gegessen, selbstgemachten und zwei Buletten und eine türkische Feta-Käserolle mit Feta-Light drinnen. Also es wurde sehr auf mich geachtet, dass es nicht ganz so ungesund ist, aber dass alle anderen das auch essen können. Also es war echt gut. Ich bin auch lange satt gewesen. Das Abendessen ist dadurch auch ausgefallen, weil wir sehr spät nach Hause gekommen sind. Ich habe nur noch eine Banane gegessen, so viel zum Tag gestern. Und der Tag heute hat so begonnen mit einem 50-minütigen Intervall-Training draußen im Schnee, denn hier liegt Schnee und es ist total schön gerade. Es ist gar nicht so kalt, es sind minus 4 Grad aktuell. Wir waren joggen, ich hatte 3 Hosen an, 3 Pullover. Ich blende euch ein paar Bilder ein, wenn ich es schaffe. Und haben jetzt extrem geiles Training gemacht. Ich fühle mich gut. Ich trainiere ja immer auf leerem Magen. Ich weiß, also außer ich mache Krafttraining und es geht halt um wirklich was. Dann esse ich vorher auch eine Kleinigkeit wenigstens. Aber Intervalltraining mache ich eigentlich immer auf leeren Magen. Ich fühle mich damit einfach besser. Ich habe das Gefühl, ich bin leistungsfähiger, weil eben nichts Schweres im Magen liegt. Das höchste der Gefühle ist, dass ich meine Banane vorher esse. Und das auch nur, wenn ich halt schon sehr lange wach bin. Aber heute war es echt so, ich bin aufgewacht, habe meinen Kaffee getrunken, mich angezogen und bin losgejoggt. Ich habe hier immer eine Cardio-Einheit-Begleitung. Den werdet ihr vielleicht auch schon gesehen haben. Und zwar ist das Home, mit dem ich zusammen die koreanischen Sachen gekocht habe. Kann ich euch gerne auch mal verlinken. Die Videos mit ihm. Und ist immer sehr, sehr cool. Und ich gehe jetzt duschen. Ich sehe ganz schön fertig aus. Das war auch echt anstrengend. Und ich habe immer noch eine Armsituation vom Training. Von vor 2 Tagen. Okay, ihr Süßen. Ich habe Hunger. Ich will duschen. Und dann wird der Tag gut beginnen. Die Jungs planen übrigens draußen, Horus heute zu Besuch bei uns. Die planen heute Döner zu essen. Und ich habe auch echt gesagt, ich bin, glaube ich, über den Punkt drüber, dass es mich stören würde, dass jemand das isst. Es waren noch gestern sehr, sehr viele Süßigkeiten und Kuchen natürlich da. Aber es war für mich kein so großes Problem, darauf zu verzichten. Ich habe ein Gummibärchen genascht und das war's, weil mein Kind mir das gegeben hat und ich eben meinem Kind jetzt nicht mit 3 Jahren erklären möchte, Mama darf das nicht, das ist was Schlechtes oder so. Also ja, ich habe halt ein Gummibärchen gegessen und das ist halt jetzt, denke ich mal, kein Drama. So, ihr Lieben, und hallo aus der Küche. Wie ihr jetzt im Hintergrund vielleicht tickern hört, mein Backofen ist an. Es gibt jetzt für mich relativ spätes Mittagessen. Es ist 17 Uhr. Deshalb wird es wahrscheinlich eine Mischung aus Mittag und Abendessen. Aber das weiß ich noch nicht genau, wie lange ich heute wach sein werde. Wow. Es ist halt Sonntag. Wir haben sehr lange geschlafen, ausnahmsweise mal. Und das tat mir auch wirklich gut. Und dann war ich ja über eine Stunde draußen joggen und habe so noch ein paar Fitnessübungen draußen gemacht. So dass das Mittagessen halt irgendwie voll ausgefallen ist, was ich halt wie gesagt jetzt nachhole, weil ich war erst um kurz vor 1 wieder vom Joggen zurück. Dementsprechend gibt es jetzt einen Corny-Free-Riegel. Ich will euch noch erzählen, ich hatte vorhin einen Eiweißriegel noch. Ich filme die Snacks halt irgendwie immer nicht mit. Ich erwähne sie nur, ich hoffe, das ist okay, weil ich habe halt meistens die Snacks, die ich essen kann, habe ich halt zu Hause und es sind dann, die kaufe ich dann in größeren Mengen. Deswegen sind es eigentlich auch immer die gleichen Snacks. Wenn sich jetzt mal was ändern sollte, wie jetzt, dass es halt ein Corny-Free-Riegel ist und kein Energieriegel, dann, oder Eiweißriegel viel eher, dann zeige ich euch das natürlich. Und den werde ich mir jetzt gönnen, weil eben, wie gesagt, ich muss ja irgendwie trotzdem auf die Kalorien kommen, die eben vorgesehen sind in dem Programm. Es ist halt nicht immer einfach. Für mich ist es auch tatsächlich eine Challenge, diese 3 Mahlzeiten einzuhalten, gerade wenn ich eben nicht arbeiten bin. Wenn ich arbeiten bin, dann halte ich die natürlich ein, weil ich dann einen ganz anderen Tagesablauf habe. Aber wenn ich jetzt so wie heute Sonntag einfach nichts großartig zu tun habe, dann verschiebt sich das halt manchmal durchaus. Ja, für mich gibt es gleich einen Fischburger. Die Jungs holen sich jetzt gerade den Döner. Und das wird wahrscheinlich auch mein Abendessen sein. Ich werde mal gucken, vielleicht gibt es nachher noch zum Abend dann halt eine Banane oder so. Guten Morgen, ihr Süßen. Es ist jetzt Tag 11, 12. oder so. Ich schreibe es euch unten rein, weil ich vergesse es wirklich jedes Mal.
Heute steht nicht so ganz viel an, also ich muss zwar gleich zur Arbeit, bin noch nicht ganz fertig geschminkt, weil ich mir vielleicht heute die Wimpern wieder färben lassen möchte von meiner Kollegin, wenn sie kurz die Zeit dazu hat. Und ja, bin auch nur 2-3 Stunden auf Arbeit heute, also total easy peasy. Ja, ich nehme jetzt auch nichts mit zur Arbeit, denn für 2-3 Stunden brauche ich jetzt auch keinen Snack oder so einzupacken. Ich werde mir gleich noch einen Tee mitnehmen in meinen Thermobecher, weil es draußen bei uns ja schneit und ja, einfach so als Wärmequelle im Bus, wenn ich gleich im Bus sitze. Ich habe nämlich eine relativ lange Autofahrt. Ich habe nämlich eine relativ lange Busfahrt vor mir und dann trinke ich immer meinen Tee noch ganz genüsslich und schalte noch so ein bisschen ab. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder zum Mittagessen. Ich überlege heute Vollkornpasta Pesto zu machen. Da habe ich richtig Lust drauf, mal wieder ein bisschen Nudeln zu essen. Mal schauen, ob es dabei bleibt, aber ich bin guter Dinge, dass ich die 3 Mahlzeiten heute einhalte. Ich habe ja gestern mir noch einen Shake gemacht und irgendwie ging es mir dann gestern Abend, nicht mehr so gut, dass ich den wegkippen musste. Mir war auf einmal so schlecht und übel und ich weiß nicht, woran es lag, ob ich einfach nur einen schlechten Tag hatte. Ich habe mich gestern den ganzen Tag über nach dem Mittagessen nicht mehr so gut gefühlt, so ein bisschen schlapp und müde. Hallöchen, jetzt ist Mittagsessenszeit und es gibt doch nicht die Pesto, wie ich gedacht habe, weil ich habe keine Garnelen gekauft. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, weil das so drunter stand. Ja, jetzt gibt es Kartoffelspalten mit Lachs und Quark. Ich zeige euch das mal eben. So, Abendessen. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, weil mir jetzt nur Käse und Tomatenmark, beziehungsweise passierte Tomaten, ein bisschen zu wenig war, um es eine Pizza nennen zu können. Ich habe mir jetzt hier noch 2 Scheiben Putenbrust drauf gemacht, die ich mir morgens gespart hatte. Und ja, das ist jetzt mein Essen sozusagen. Hallo ihr Süßen. Mein Kleiner steht hier gerade neben mir. Und der filmt mit seiner eigenen Kamera. Hi ihr Süßen. Und hallo Süßen. Hallo Schwester. Guten Morgen ihr Lieben. Ich habe schon Sport hinter mir. Ich war schon 50 Minuten joggen, weil ich es morgen nicht schaffe. Und ich habe schon Armtraining hinter mir. Gestern hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht so gut gelaufen. Ich war auch nicht so motiviert, obwohl ich jetzt nicht außerhalb gegessen habe. Aber irgendwie, weiß nicht, ob es daran lag, dass ich gestern keinen Sport gemacht habe, dass es mir irgendwie so vorkam, als ob es nicht richtig läuft. Aber heute ist wieder alles schicki schön. Ich werde jetzt frühstücken. Es ist allerdings schon 11:30. Also wird das mit dem Mittagessen wieder ein bisschen nach hinten geschoben, weil das Training heute so lange gedauert hat. Aber ja, eigene Schuld, würde ich mal behaupten wollen. Und bei uns war gerade der Handwerker wegen der Spülmaschine. Das hat auch nochmal so ein bisschen Zeit gekostet. Essen, und zwar gibt es jetzt Vollkornnudeln mit kleinen Scampis und Pesto. Ich habe schon ein bisschen drin rumgewühlt, deswegen sieht es nicht mehr ganz so schön aus, aber es ist sehr, sehr lecker. So, ihr Süßen, das wird jetzt mein Mittagessen auf Arbeit. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil es schon auch sehr früh am Morgen ist und noch alle schlafen. Das sind 2 Vollkorn-Sandwich mit Putenbrust, ganz viel Salat und Frischkäse. Und statt Karotten, weil ich die nicht so gut essen kann, gibt es bei mir Paprika. So, meine Lieben, jetzt die 2. Woche ist rum und ich wollte euch kurz sagen, wie es mir so ergangen ist, wie meine Ergebnisse sind und. Ich kann gleich zu Anfang sagen, ich habe nicht abgenommen, allerdings habe ich am Umfang verloren. Also ich habe 1,5 cm an der Taille verloren. Ich sage euch jetzt immer nur den Taillenumfang, weil ich die ganzen anderen Maße zum Schluss sagen möchte. Aber an der Taille alleine habe ich 1,5 cm abgenommen, was ich schon mega gut finde. Ich merke allgemein, dass meine Haut straffer geworden ist, dass ich persönlich sogar fitter geworden bin. Es ist mega, mega cool, was man so erreichen kann, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Was viel, viel wichtiger ist, an Tagen, wo ich echt schlecht drauf bin, kann mich der Sport wieder so ein bisschen runterholen, was ja einfach mal durch Alltagsstress passieren kann, dass man eben doch gestresst ist oder ja, irgendwie müde, kaputt ist. Ich meine, das Wetter allgemein zieht mich mega runter, aber so geht's mir gut. Auch mit dem Essen komme ich nach wie vor ganz gut klar. Ich habe hier und da auch mal kleine Hänger, aber im Sinne von, dass ich diese 3 Mahlzeiten einfach nicht einhalte, dass ich dann halt doch ein bisschen mehr Snacks esse als 3 Mahlzeiten. Da muss ich mir echt noch ein bisschen an mir arbeiten, aber es läuft. Es ist, ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr gut damit. Freue mich auch total, dass es jetzt theoretisch nur noch 9 Tage sind und ich dann eventuell hoffentlich ins neue Programm starte, also in dieses Folgeprogramm, weil ich mich echt gut damit fühle momentan. Ich auch das Gefühl habe, dass ich eben doch relativ viel essen kann. Jetzt gerade in der Woche, jetzt war es ein bisschen schwer für mich tatsächlich, weil ich so typisch Frauenprobleme habe einfach. Und da sind wir mal ganz ehrlich,
da geht es uns mal nicht so gut. Also zum Beispiel vorgestern lag ich komplett flach. Nach dem 50 Minuten Cardio-Training, mir ging es echt so gut morgens. Und nach dem Cardio-Training, so 2-3 Stunden später, lag ich flach mit Wärmflasche auf dem Sofa. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war so, so schlimm. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich war sehr, sehr glücklich. Ich glaube allerdings, dass heute sogar, also ich bin jetzt schon Tag 1 von der Woche 3 schon, dass heute das daran lag, dass mein Training irgendwie so für mich sehr, sehr anstrengend war, weil ich es nach dem Essen gemacht habe. Ich bin halt echt dieser Voressen, gleich frühs morgens Sportler. Diesmal war es halt so, ich hatte einen Zahnarzttermin und musste unbedingt mit leerem Magen dorthin gehen. Und dann kam ich so spät nach Hause, dass ich dann so Hunger hatte und kein Cardio-Training vorher geschafft habe, dass mir das heute relativ schwer fiel. Also ich bin auch nicht rausgegangen, weil es echt ekliges Wetter draußen ist, super, super windig. Und ich möchte mich jetzt auch nicht unbedingt erkälten. Ich möchte das Programm mit voller Energie durchstarten können. Und habe dann Cardio-Training 50 Minuten zu Hause gemacht. Bin also mit dem Sport echt, bin ich mir echt treu. Muss dazu sagen, dass ich das manchmal nicht an den Tagen mache, wo es vorgeschrieben ist. Aber innerhalb der Woche, zum Beispiel jetzt die Woche war es das erste Mal, dass ich die Termine so ein bisschen verschieben musste, weil ich eben abends einfach keinen Sport machen kann. Ich bin da nicht gut, ich bin da nicht leistungsfähig. Und dann verschiebe ich das auf den Tag, wo ich frei habe, wo ich dann morgens Sport machen kann. Aber diese viermal Sport in der Woche schaffe ich doch echt gut. Also sehr überraschend. Ja, ich greife hier schon wieder zu weit vor in Woche 3 schon. Also Woche 2 lief mit Höhen und Tiefen, dadurch, dass ich eben diese typischen Frauenprobleme hatte. Wir müssen es nicht weiter ausbreiten, das Ganze. Dadurch fiel es mir ein bisschen schwer, körperlich gesehen, auch auf die ganzen Naschsachen zu verzichten. Dafür habe ich versucht, mir ab und an mal ein süßes Frühstück zu machen. Ja, und würde sagen, wir starten jetzt in Woche 3 voller Energie. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle, weil man weiß ja nie, das Leben ist manchmal verrückt. Und ach ja, meine Spülmaschine funktioniert wieder. Ich bin mega glücklich. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, denn die Sonne kommt wieder und das stört euch bestimmt im Video und das möchte ich natürlich nicht. Dementsprechend freue ich mich auf Woche 3 mit euch und dann bis dahin, hier drüben sind die neuen Videos, beziehungsweise die alten Videos, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet.